So, und 5 Brötchen. So. Dann auf nach Morolosch. Ausweichen. Im Augenblick möchte ich nicht gerade wieder kämpfen. Da drüben ist der Wirt. Willkommen in meiner bescheidenen Taverne. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich habe hier die Brötchen für eure zwergische Delikatesse. Ausgezeichnet, habt ihr noch mehr Zutaten? Hier ist das Drachenblut für das Omelett. Ausgezeichnet, habt ihr noch mehr Zutaten? Bitte sehr, die Seidendrüse einer Spinne. Ausgezeichnet, habt ihr noch mehr Zutaten? Ich habe ein paar Froschschenkel für euch besorgt. Ausgezeichnet, habt ihr noch mehr Zutaten? Ihr wolltet doch Blutegel für das Omelett haben. Hier sind sie. Dann habe ich ja alles. Ich werde mich sofort ans Werk machen. Schaut doch später nochmal vorbei. Vielleicht möchtet ihr etwas vom Omelett probieren. Aber natürlich, diese Köstlichkeit werde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. So. Zwergische Delikatesse. Ich habe Basho die fehlenden Zutaten besorgt. Jetzt kann er seine Delikatesse zubereiten. Nein, es ist leicht. Okay, also da müssen wir etwas warten. Wahrscheinlich, wenn wir vor den Silberfällen zurück sind, gucken können wir mal vorbeigucken. So, also Burg Grimzahn heißt es jetzt. Da müssen wir ein ganzes Stück weit, weil wir müssen wahrscheinlich über Talon erstmal zurück und dann hier über den Fluss. Na komm, kämpfen wir mal an der Stelle. Machen wir hier sicherheitshalber einen Quicksave. Wir können hier ja jederzeit fliehen, wenn uns danach ist. Tote Abenteurer? Okay. Ochse. Ein Zwerg, ein Wort. Ei.
Orkbogenschützen, die vom Riesenskorpion angegriffen werden. Hana, toll, ja, supi. Riesenskorpione können uns eigentlich auch schon nichts mehr, wenn wir ehrlich sein sollen. Kriegspfeile. Tja, da ist der Ork-Anführer abgeblieben. Wollte uns eine Falle stellen und ist selber in den Tod gerannt. Durch Riesenskorpione. Tja. Schicksal kann manchmal sehr sarkastisch sein. Ich stelle euch beide mal auf aggressiv, um mal dem Tooltip zu folgen. So, noch ein Wolf hier. So. Dann machen wir mal F5 zum Speichern und gehen weiter. Nachdem wir jetzt so nett begrüßt wurden. Unten ist schon mal was zu sehen. Ach du meine Güte, Ork-Krieger. Ork-Unteranführer, Ork-Unteranführer. Bogenschütze, Ogre-Anführer. Na klar,
Ha! Mein Atem geht rum. Mein Willen. Lass das mal vor. Für Ardo. Bei Angriffsbar. Vampir. Das bin ich. Was hat Wendela da gerade für Probleme? Autosave? Okay. Das sieht man selten an Autosave. Das Seelenritual zu den Silberfängen. Bei den Silberfängen bin ich auf ein paar Orks oder einen Ogre getroffen, die einen seltsamen Ritualkreis bewachten. Bei den Silberfängen habe ich einen Ritualkreis gefunden, der von einigen Orks und Ogern bewacht wurde. Ich sollte ihn näher untersuchen. Okay. Will ich das? Das Gefühl, wenn ich da reintrete, dann passiert was Böses? Ritualhöhle. Okay. Den bringt mich einfach in eine Höhle. Der Ritualkreis. Als ich den Kreis betreten habe, wurde ich in eine Höhle teleportiert. Der Kreis, durch den ich die Höhle betreten habe, schimmert in einem seltsamen Licht. Ich sollte mich hier genau umsehen. Mal sehen, ob ich etwas herausfinde. Hier ist auf jeden Fall eine Werkbank. Und ein Labor. Hier sind wieder Riesenpilze und Riesenschädel. Oh, und Erz und Zeug.